Ewige Suche. Ja, sind wir aber hier in dem Haus wieder. Das ist diesmal ein anderes Haus. Morgwag ist durch diese Tür gebrochen. Er muss was dahinter gewittert haben. Hier ist halt nichts. Und hier. Boah, wo kann man denn nochmal in diese Höhlen rein? Wow, hier. Hier kann man in diese Höhlen rein. Rüber. Ja. Hat eine Weile auf den Tod gewartet. Morgwart gibt nicht so ein. Morgwart gibt nicht so einfach ja, auf. Ja, ich weiß. Eine von Freyas Priesterinnen. Keine Spuren von Gewalt. Muss ja verhungert sein. Vor einer ganzen Weile. Hat sich wohl versteckt, als Morgwart in den Garten kam. Ein Schlüssel. Könnte noch nützlich werden. Ja. So, da sind wir reingefallen. Wir haben immerhin einen Schlüssel. Ein Schlüssel, von dem ich nicht weiß, wo er hinführt. Warte mal, vielleicht muss ich auch hier bei Nacht. Wer? Da bin ich aber beides. Ach, das ist Feuer. Gibt nicht so einfach auf. Nein, genau das wollte ich. Oh, da ist es darüber. Ach, das ist hier nur der. Gibt nicht so einfach auf.
das macht es ja nicht besser. Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Geht's hier nicht großartig weiter. Ich weiß jetzt schon langsam nicht mehr, wo ich suchen soll. Ist eigentlich alles abgesucht hier. Hier ist auch nichts. Das müsste eigentlich in diesem Haus hier sein. Oder ich kann das halt einfach nicht machen, weil wir den Auftrag schon mal erledigt hatten. Aber im Sinne von, wir haben ja so gefühlten Uhrzeiten. Einmal morgen war der schon besiegt gehabt. Dann entferne ich mich wieder. Es kann nur hier vorne sein. Aber es ist weder oben noch unten. Warte mal. Oh ne. Sind nur die Spuren. Das Tagebuch hatten wir uns eben schon angesehen. Hm. Nur das hier, glaube ich, ja. Das ist doch... Aber das geht doch nicht um Morwag. Weil die Quest geht einfach gerade nicht. Das ist nochmal zu einer anderen Tageszeit. So, hier bin ich auf jeden Fall zu weit weg.
Also beim besten Willen. Hier ist nichts zu machen. Klauenspuren. Der Feigling hat Morgwart die Tür vor der Nase zugeworfen. Nein! Ach, Kacke, ich wollte hier nicht runter. Manchmal ist man selten blöd. Deshalb kann ich mir halt, wie gesagt, überhaupt nie angucken. Da hinten ist nur ein Geräusch. Einzige, was ich noch versuchen könnte. Wäre halt. Da hinten. Schlüssel. Haha, wir haben ihn gefunden. Wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel. Wo ist er? Warum so still, Ramond? Dieb, du! Gauner! Hurensohn! Wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten! Mieses Arschloch! Au! Ich bin darauf gestand, mich verstecken! Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Wie heißer Teer. Ewiger Hunger. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke. Ich sehe mal, was ich machen lässt. Geh und sieh. Ich rate dir gut. Ich gucke jetzt einfach mal.
und ihm das einfach mal geben. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgwak, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Was bringt dir nichts, wenn wir ihn töten? Beruf ausüben. So, jetzt haben wir einmal Werwolfsfleisch. Und ich nehme mal an, wir müssen jetzt Gott, da muss ich lesen. Uiuiui. Ich nehme jetzt einfach mal ganz scharf an. Dass wir ihm jetzt sein eigenes Fleisch wiedergeben müssen, oder? Ich weiß nicht. Halt nur nicht genau, wo ich halt hin muss, ne? Geht hier nicht. Wieder in der Nähe. Gott, das macht's ja alles nicht einfacher. Nee. Hier ist keiner. Pass auf, und jetzt ist er in der Höhle unter mir. Hallo, Geralt, könntest du bitte einmal da hoch? Danke. Wir gucken jetzt einmal, ob er da wieder drin ist. Idealer Freund. Geduldig, nimm den Mund nicht zu voll. Kann ich das jetzt nicht untersuchen? Wem ging das doch? Luftzug von unten. Eine Höhle. Okay. Was ist das? Das ist, geht noch mal weiter runter. Die Frage ist halt jetzt wirklich nur, wo? Vermute jetzt doch mal die andere Höhle. Tatsächlich und wahrhaftig. Da gehen wir jetzt am besten hier entlang.
Springen hier runter. Und sterben. Scheiße. Warum ist Geralt auf den Stein gelandet? Dem Stein? Hab keine Ahnung. Ach, da. Hier hat er erst gespeichert. Kacke. Schlüssel. Okay. Du kannst deine Gestalt nutzen. Nicht schon. Es macht. Es. Ewiger. Das. Ich sehe mal. Mal sehen, ob es ein. Das erfahren. Das Gespräch. Ja. Gut, das hätten wir einmal. Dann jetzt einmal wieder alles untersuchen, was zu untersuchen geht. Hallo. Oh Mann, Geralt. Sei doch nicht so zimperlich. Von unten. Eine Höhle. Idealer Freund. Geduldig. Nimm den Mund nicht zu voll. So, jetzt aber. Und diesmal bitte nicht in den Tod springen, Geralt. Richtige Höhle? Nee, ist es tatsächlich nicht. Also gibt es noch eine. Morgwa gibt nicht so einfach auf. Puh. Alter, diese Quest ist echt anstrengend. Also diese Quest ist wirklich anstrengend. Oh, und die zieht sich auch so unendlich lange. Sie einfach nur loswerden. Oben. Thank you.
Das ist aber auch nicht die Höhle, die gemeint war. Hier muss es ja noch mal eine ganz andere geben. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Quest. Darüber. Was bedeutet denn ja hier? Auf dieser Ebene ist nichts. Gerade zu euch nur ist, aber wir sind nicht nah genug dran, als dass ich das jetzt von hier aus hören könnte. Von da hinten kommt auf jeden Fall was. Ja gut, ich habe keine Lust. Wolken verfinstern den Himmel. Die See ist in Aufruhr. Verteidige uns, große Mutter. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Nein. Morgwag, nie ge... Nicht wahr? Der schlimmste Mann... Mhm. Es hieß, die Erz... Es kann sein, dass ich diesen Morgwag schon getroffen habe. Ist das ein Werwolf? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Schade. Ich hatte gehofft, dass du mir mehr über ihn sagen könntest, was mir bei meiner Arbeit hilft. Du könntest mit Torda, Sohn des Einar, sprechen. Er hat Morgwag und seine Männer in den Garten einfallen sehen. Leider war er der einzige Pilger, der diesen Tag überlebt hat. Er wohnt in Larvik. Dort findest du ihn am Anleger, falls er nicht auf See ist. In der Mitteilung stand nichts von... Alle, die hier leben, wissen... Mag sein, aber ich lebe nicht hier. Erzpriesterin Ulvard. Mhm, das sagtest. Er bindet Morgwag für immer an den Garten. Da... Ja, das habe ich festgestellt, dass er zurückkehrt. Möge die Göttin dich vor allem Bösen bewahren. Garten und so. Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Aber viel wichtiger ist, wie werde ich den Kackwolf los? Mit Torda, das hilft mir nicht wirklich. Problem ist halt, dass der Wolf nicht da ist, wo er behauptet wird zu sein. Ach, das ist nur wieder die falsche Richtung.
Da hinten irgendwo. Da muss ich aber doch aus dem Garten raus, oder nicht? Hey, jetzt ist er plötzlich wieder hier drin. Das muss mal einer verstehen. Nicht schon wie. Versuch mal das hier. Müsste den Fluch brechen. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Entspann dich. Das hier ist was anderes. Es funktioniert. Wehe, wenn nicht. Ich zerreiß dich. Zerfetz dich. Was hast du getan? Das war dein eigenes Fleisch. Das lässt der Fluch nicht zu, soweit ich weiß. Hurensohn! Hast mich betrogen, Schwindler! Kaum. Wolltest du nicht, dass ich den Fluch breche? Na bitte. Okay, und jetzt haben wir es wirklich. Okay. Wir haben die Kacke endlich fertig. Ich glaube, länger hätte ich das noch nicht mehr gemacht. Ich glaube, die Quest hat mich fast eine ganze Stunde gekostet. Ach, sag die Blödsinn nicht, was ich hier mache. Weil wir ja durch den Ausgang da rauskommen. Den habe ich ja gerade geöffnet gehabt. Gib meinem Bruder Stärke. Sei gegrüßt. Mhm. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Danke nicht, nee. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Ja. Morgwag ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Du gibst uns Liebe, Hass und Stärke. Okay, nee, das war die nicht. Wer vielleicht in der Hand liegt, verteidige und große Helden sind. Gut. Ein bisschen mache ich auf jeden Fall noch. Aber ich gehe vorher erstmal kurz wohin. Und wir sehen uns dann gleich auf jeden Fall wieder. Ja.